Boah, leck! Ein bisschen Contenance. In der nächsten Zeit wird von mir wahrscheinlich kein Video kommen. Meine Damen und Herren, willkommen zu diesem Video. Mit dieser schönen Aussicht sage ich Servus und Hallo. Heutiges Video vielleicht ein kleines Update-Video, sag einmal, um auf den Laufenden zu bleiben. Ja, Jung, kommst du rum? Kommst du nicht rum? Joink. Und zwar, kleine Ankündigung, in der nächsten Zeit wird von mir wahrscheinlich kein Video kommen. Are you sure about that? Warum? Ganz einfach. Wir haben es heute Ende April, Sonntag, an dem leider kein Video gekommen ist. Das wird sich aber die nächste Zeit leider Gottes nicht so ganz ändern, weil nämlich privat habe ich demnächst ein paar Termine anstehen, wo ich leider nicht zum Videos machen komme. Ich habe zwar nur ein paar Ideen, was ich gerne umsetzen wollen würde, was aber leider nicht geht. Blinker haben wir keinen, sehr gut. Ah ja, ich bin im Übrigen heute nicht allein unterwegs, ich fahre nur eine kleine Scheiben, weil ich halt auch wieder wenig Zeit habe. Lukas ist mit dabei, mit seiner Tenere, habe ich schon mal ein Video drüber gemacht gehabt. Aber alle Fälle zurück zum Thema. Ja, nächste Zeit wird von mir wahrscheinlich kein Video kommen. Da weiß ich auch nicht, was der Tom vielleicht hat zum Auffüllen, ob der schon ein paar Videos gemacht hat oder nicht. Weil nämlich, jetzt kommen wir mal zu den Problemen. Es gibt ein wesentliches Hauptproblem und zwar, ich ziehe aus. Und das wird wahrscheinlich der größte Knackpunkt werden. Aber vielleicht nur mal kurz auf die anderen Kleinigkeiten einzugehen. Personal geht mal ab, aber die Videos mache ich nicht allein. Ich könnte sie alleine machen. Aber da glaube ich, kriege ich dann die Videos nicht so hier oder das Bild im Kopf schon aus dem Kopf. Das schaffe ich allein leider nicht. Eben wie gesagt, Personalmangel. Meine Freundin ist halt arbeiten. Halt war da eigentlich perfekt, wenn. Aber dann geht es heute auch wieder nicht zusammen. Nächste Woche ist Anfang Mai. 1. Mai bin ich verhindert mit ein paar Veranstaltungen. Erstes Mai-Wochenende für ein paar Tage bin ich mit den Boys unterwegs, da fahren wir nach Wien. Schauen wir uns ein bisschen wie noch ein kleiner Städtetrip. Haben wir zu viel unterwegs, da bin ich das Wochenende dann auch nicht da. Und zwischendurch kommen dann noch ein paar private Sachen mit dazu, wo dann die Videoproduktion auf der Strecke bleibt. Was natürlich schlecht für euch ist, für mich, ja, ist halt private Angelegenheit. Da kann ich heute jetzt nichts ändern. Da geht halt dann privat doch eher ein bisschen vor. Zeit. Ich werde wahrscheinlich nur den POV-Angle sehen, sage ich einmal. Von der GoPro eigentlich hätte ich für heute geplant gehabt, die 360er mitzunehmen, eben die Kritik vom ersten Video ein bisschen umzusetzen. Aber zeitlich ist es aktuell sehr, sehr schwierig. Und in den nächsten 2-3 Monaten wird es auch noch schwieriger werden. Das ist zu schnell, aber wir müssen hier eh rechts aussehen. Ein bisschen Contenance. Ein bisschen auf Gegenverkehr achten, um die Kurven. Hey, was ich echt ehrlich gesagt ein bisschen traurig finde, ist, dass das hier die einzigst legal befahrbare Strecken, also Schotterstrecken ist, die, was ich persönlich kenne. Ich darf so gern viel mehr im Wald fahren und ich habe zu viel Luft im Reifen. Ich darf so gern viel öfters im Wald fahren, aber die Fackerei irgendwie, wenn sie die Leute gestört fühlen, das tue ich mir ehrlich gesagt nicht mehr an. Wenn von euch zufällig wer Grund hat mit Wald oder Wiese, wo ich denn fahren dürfte, wo man denn fahren könnte, gerne in die Kommentare. Weil nämlich Ende Mai bin ich ja wieder unterwegs, da habe ich dann auch keine Zeit für die anderen Projekte. Da fahren wir Richtung Italien, ein bisschen schottern, was wir hier natürlich nicht können. Deswegen finde ich es ehrlich gesagt ein bisschen schade, kurz in die Offroad-Thematik einzusteigen. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, wenn irgendwie der Harvester durch den Wald fährt, die Bäume abschneidet, absagelt, mit rausnimmt, der Bulldog geht durch den Wald fährt. Den Moped da tue ich da auch nicht mehr kaputt machen. Oder bin auch nicht unbedingt lauter wie die Arbeitsmaschinen. Von dem wir verstehen nicht, wie sich da manche Leute belästigt fühlen können oder wo da das Problem liegt, wenn man auf den Wegen bleibt, muss man halt auch sagen. Ja. Und eben, wie gesagt, Wohnung, da werde ich erst einmal die nächsten paar Monate viel Zeit in die Wohnung mit einstecken. Und dann werde ich erst einmal ab vom Schuss sein. Von dem her, wie es mal zeitlich ausgeht, weiß ich nicht. Weil eigentlich wäre noch geplant gewesen,
moderne Vorstellung von meiner Freundin, was ist die Kraft, das habe ich im ersten Video schon erwähnt. Mit dem Lukas, glaube ich, der was hinter mir vorhat, eben mit seiner Trainerin. Da wollten wir für vor Ende Mai, bevor wir da zusammen nach Italien fahren, ist Lukas nur Spitzel von mir, was wir da fahren, von denen die Bikes so ein bisschen vorstellen, mit dem Reiseequipment, was die mitnehmen, das finde ich eigentlich auch recht interessant. Aber da habe ich halt nur noch das Zeitfenster Mai. Und im Mai, wie gesagt, bin ich Ohrwochenende nicht dort, wo ich da unterwegs bin, dann mit der Arbeit und dann muss das Wetter auch noch passen und lauter so eine Problemchen. Deswegen zeitlich sehr, sehr ungünstig. Meine Drohne habe ich übrigens auch wieder gekriegt gehabt die letzten Tage. Mit der muss ich mich bitte neu einstellen auf die ganzen Settings, was ich habe. Wie gesagt, wenn es mal irgendwie zeitlich ausgeht, dass ich das irgendwie regeln kann, das ist momentan echt ein Haufen zum Durch. Und ja, lassen wir uns mal überraschen, was rauskommt. Und in dem Sinne, ride safe, weil nämlich mit dem Spitzel, wo wir nämlich Ende Mai unterwegs wären, der hat uns geschrieben gehabt, der hat einen Motorradunfall gehabt in Slowenien erst die Tage, aber fight Gott sei Dank nichts weiter, also er fight nichts, Motorrad muss er schauen. Chris, ich nehme mich jetzt einmal hier ins Video mit rein, fahrt vorsichtig, es geht schneller wie es morgenst. Von dem her, always Schutzkleidung und immer auf die anderen Deppen drauf aufpassen. Wenn euch das Video gefallen hat, Abo, Like, Glocke, wisst ihr seh. Und dann sehen wir uns irgendwann einmal die Woche einmal bei einem Video.